Es kann schon eng werden, wenn ich da aufs freie Training schaue. Wir eine 1:51.720 und Sainz 1:51.497. Laut Spiel auf den roten Reifen, wenn er nicht zwischendurch was anderes gefahren ist. Und wir noch auf alten Teilen unterwegs. Aber jetzt erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Qualifying aus Spa. Ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Also ich würde gerne öfter werden. Die 13 ist ausgeschrieben. Da bin ich ja gespannt. Also Platz 11 wäre wunderbar. Frische Reifen beim Start. Aber lassen wir das einfach mal auf uns zukommen. Es ist Zeit fürs Qualifying hier in Spa. La Source, Blanchimont, Eau Rouge, Namen von Kurven und Streckenpassagen, die jedem Formel-1-Fan auf der Zunge zergehen. Ich möchte kurz mit dir über die Strategie in diesen Qualifying-Sessions reden, Stefan Römer. Wie kann ein Fahrer es schaffen, die paar nötigen, wichtigen Zehntelsekunden schneller zu fahren? Im Qualifying geht es weniger darum, die Herangehensweise zu ändern, eher darum, einen guten Lauf mit wenig Treibstoff im Tank zu wiederholen, den man im Vorfeld der Session schon mal abgeliefert hat. Man strebt schließlich nach Perfektion und da wird es ganz schwierig, wenn man etwas völlig Neues versucht. Es gibt einige Faktoren, die den Weg zum Ziel erschweren können, etwa ein ungünstiger Startplatz oder unerwartete gelbe Flaggen. Vor allem in Kombination mit den wechselhaften Streckenbedingungen muss man eben den richtigen Zeitpunkt zum Rausfahren erwischen. Als Fahrer muss man diese Ablenkungen ignorieren und sich voll und ganz auf diese eine schnelle Runde konzentrieren. Blanchi. Bon. Und Qualifying. 4-2. Gut, aber mehr Sprit muss ich mitnehmen. Gut. Wetter sollte ja passen. Ja. Wir fahren direkt raus. Fertig, bereit. In Q1 will ich nichts anbrennen lassen. Ich werde nicht auf Max fahren. Ich will mich da aber reinfetzen. Wenn eine Runde nicht passt, auf jeden Fall eine zweite. Gegebenenfalls eine dritte oder eine vierte dranhängen. Aber ich bin mir echt nach dem freien Training etwas unsicher. Carlos Sainz war schneller. Ja, wie auf abgefahrenen Teilen. Wie ernst kann ich die Zeit nehmen? Wir sind in Anführungszeichen bloß in Spa. Aber eben mit KI-Fahrerstufe 86. So, die Lilas sind zurück. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Und Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Dann sei leise, Jeff. Ist angekommen. Bestätige. Gut, der hinter mir wird hinter mir bleiben. Da gehe ich nichts ein. Mit Lilas werde ich hier den fünften, glaube ich, durchziehen. Das sollte machbar sein. Klar, mir wäre es lieber, wenn ich von der Reihenzeit her auf die 5 fahren könnte. Weil ich dann weiß, ich bin doch schneller als gedacht. Aber ich wäre mit Platz 11 sehr zufrieden. Hinter meinem ist recht nah dran. Wenn das jetzt ein schnelles Auto ist, habe ich ein Problem, wobei ich will ja auch schnell fahren. Die Rennstrategie war wieder sehr hilfreich. Haben einen tollen Rhythmus gefunden und Red Bull. Huiuiui. Aber es ist zu spät zum Vorbeilassen. Vielleicht, wenn ich Glück habe, biegt er nach Runde 3 ab. Gut. Gar nicht gut, dann muss ich nächste Runde nochmal ansetzen.
Aber einen guten Motor haben wir, das wissen wir. Ah, Ricardo hat bloß Windschatten. Vorbeikommen wird auf keinen Fall, aber er hat Windschatten. Na, schade. Ein Tick zu denn. Ricardo verliert nicht. Habe ich auch nicht erwartet. Kommt zu weit nach außen. Zu früh der Vierte. Kriege ich einen 1,49er hin? Hab grad nicht auf die Bestzeit geguckt. Ich fahr einfach. Das Anbremsen war zufriedenstellend, aber Ricardo war besser. 1,49er. Jupp. Nicht kurz zu weit gefahren. Zu weit weg vom Scheitel. Van Dorn hinter uns. Grosjean vor uns. Van Dorn hinter uns muss nichts heißen. Er kann noch 2 Sekunden hinter uns sein. Fahrer vor mir. Grosjean vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 49,5. So wie wir. Und zu den. Später angebremst ist vorhin. Das war nicht so konsequent durchgezogen. Hier hätte ich mehr Schuss reingeben können. Bin aber gerade schneller als letzte Runde. Komme ich wieder recht weit raus. Ich glaube, ich liege vor Sainz. Wobei, Grosjean muss nichts heißen. Ricardo auf den Roten. Motorleistung ist nicht alles. Siehe Force India und Red Bull. Allerletzte Rille. Immer noch nicht, Mann. Jetzt kriegen wir leicht einen Windschatten. Fahrer hinter mir, was macht der denn da? Alonso liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,50,4. Na gut, 1,2 Sekunden, das ist in Ordnung. 10 Rückstand. Schön reingekommen. Schön rausgekommen. Auch wenn da immer noch mehr geht. So langsam spielen die Reifen auch schon deutlicher mit. Aber noch habe ich zu viele Fehler in meiner schnellsten Runde drin. Jetzt komme ich zu den Nasen. Zwar recht fix rein, aber ich verliere. Habe ich gerade mal Zeit verloren? Egal. Auf jeden Fall bin ich einen weiten Weg gefahren. Und damit hätte ich schneller sein können, wenn ich meine Linie getroffen hätte. Hier verliere ich jetzt, glaube ich, Zeit. Ne, ich gewinne auf meine Bestzeit, okay. Aber schaut mal, was ich noch an Zeit finde im Vergleich zur letzten Runde. Ich glaube, ich beruhige mich gerade mit meiner Zeit etwas selbst. Zu spät.
Merkt man aber auch sofort, wenn man es verpasst. Wenn man da zu viel will. Den rotbereiften Verstappen bekommen wir jetzt zu weit. Würde ich machen. Pause. Update beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 48,9. 48,9. Im Vergleich das mal mit der freien Trainingszeit gut auf roten Reifen und eben mit alten Teilen. Und jetzt auch auf Fett. Noch nicht auf Max. Status Teamkollege. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Der macht's wieder spannend. Status Konkurrent, der Herr Hülkenberg. Oh, ich hab zu viel reingequatscht, oder? Status Konkurrent. Nee, ist noch gar nicht da, okay. Fahrer vor mir. Grosjean immer noch. Grosjean liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,48,7. Könnte ich auch noch bekommen, aber Grosjean blüht hier wieder richtig auf. Normalerweise ist er auch schneller. Ist er ja auch schneller, Sainz? Schneller als Fahrer und mit seinem Auto auch als wir. Sainz gerade auf der Outlap. Er hat es bloß überraschenderweise zuletzt nicht so oft gezeigt. Vor allem war er in Bahrain überraschend schwach. Also, dass Hülkenberg so weit vor ihm war und dass wir so weit vor ihm waren. Ja. Das war überraschend. Hoffentlich ist Carlos Sainz Auto nicht kaputt, denn ich brauche eine ganz gute Referenz zu meiner Zeit. Aber die Hecks sind ja immer sehr stark gebaut. Ich hätte nochmal Boxenstopp sagen können. Draußen ist wieder Blaulicht unterwegs, aber diesmal auf dem Weg zurück, wenn es die Feuerwehr gewesen war. 1,48,9 heißt 2,8 Sekunden schneller als im freien Training. Das ist schon ein dickes Ding, aber Grosjean ist immer noch schneller. Wenn der mal wieder unser Konkurrent wird. Bin mal gespannt, was Carlos Sainz für eine Zeit hinlegt. Legt. 1,48,9 habe ich mir erstmal notiert. Sollte ich in etwa wieder bestätigen. In Q2. Ich dachte bloß nicht schneller werden als Elfter. Also, der Herr Hamilton ist überall schneller als wir. Wir sind schneller als Kimi in Sektor 1. Zwei Zehntel voraus. Nur so wenig von Massa. Ocon über eine halbe Sekunde. Perez ist noch zu langsam. Ocon über eine halbe Sekunde. Puh. Kann ich aber auf Max und mit einer perfekten Runde auch noch finden. Glaube ich. Jetzt sehen wir gerade nicht uns und Sainz, weil er ist ein zu... Ja, zwei so weit, zu weit weg. Dann warten wir mal, bis er seine Runde fertig hat. Wade landet vor uns. Ah, da ist er. Gar nicht mal so weit weg, hä? Ha. Oh, echt nicht weit weg für Spa-Verhältnisse. 31,7, 4 Zehntel, 47,9, 47,8 und dann praktisch zeitgleich. Wird sehr herausfordernd für den Rest der Saison gegen ihn. Mitfahren? Nee. Okay, also wir sind aktuell auf der 8. Nach vorne fahren wird noch Ricardo. Dann sind wir 9. Und Bottas noch. Dann sind wir 10. Dann kann auch einer vorbei. Und wer? Vielleicht Massa? Also Sainz und Hülkenberg bitte nicht, die muss ich erschlagen.
Just die Frage, was nehme ich jetzt an Sprit mit? Die eine Runde muss einfach sitzen hier, die ist sehr lang. Eine zweite wäre schon ungemein scheiße, wenn ich dann in Q3 kommen sollte mit zwei angefahrenen Reifen, die zwei Runden ausgehalten haben. Tja, ich muss dort einfach Q2 gut hinbekommen. Nur 3/10 Vorsprung. Bin mal gespannt, wenn dann Kaliber wie hier. Suzuka. Malaysia, mal gucken. Lief genauso gut wie Spa im Nassen letztes Jahr. Letzte Saison. Mal gucken, wie ich da stehen werde im Trocknen, wenn es überhaupt trocken sein wird. Aber wenn ich da an Mexiko denke, Mexiko, USA, Abu Dhabi, da werde ich, denke ich, überall das Nachsehen haben. Gegenüber Sainz. Dafür scheide ich bestenfalls nie aus, weil ich keine Technikprobleme habe. Gut, hatte er dieses Jahr auch noch nicht. Aber da gibt es so viele Faktoren. Dann gibt es eben ein paar Strecken, wo ich gerne Mike ganz schön liegen lasse. Vor allen Dingen eben, wenn mehr Mischmasch kommen sollte. Das passt halt gar nicht. Uiuiui, das wird was. Gut, dann sind wir aber hier erstmal durch. Ich werde einfach mal die Zeit bestätigen. Sollte irgendwie drin sein. Wir machen es lieber so. Es wird ja trocken bleiben. Beide Toro Rosso weiter, das ist sehr wichtig. Ausgeschieden sind Lance Stroll, Fernando Alonso, Stoffel van Dorn, Eriksson und Pascal Wehrlein. Meinetwegen jetzt 11. Dafür immer Rennen richtig aufdrehen. 1:48.09. Ich nehme mal eine Reserve mit für eine zweite Runde. Wenn ich die erste schon sehr früh verkacken sollte, zum Beispiel La Source, kann ich immer noch sehr gediegen die Runde vorne nochmal nachlegen. Das wäre noch in Ordnung. Wenn ich jetzt rausfahre, rechne ich mal mit 1,55. Heißt, ich brauche 3,50 bis zur ersten fertigen gezeiteten Runde. Zweite würde bedeuten knappe 6 Minuten. Okay. Alles fertig. Da bin ich mal gespannt. Bekomme ich es auf den Punkt? Wie ein Baku. Wie ein Baku. Ich darf mir vor allem jetzt nicht den Wagen beschädigen. Gut, hier ist erstmal keiner. Da hinten vielleicht bei La Source. Das ist erstmal weit genug weg. Man hat keiner eine Zeit. Ja, 4,1 in Tankrunde. Also wenn, dann müsste ich meine erste gezeitete Runde sehr schnell abbrechen. Um dann nochmal auf Max zu fahren. Ja, ich denke immer noch mit dem fetten Benzingemisch, wenn ich an F1 2016 denke. So stelle ich dann in Q2 aktuell noch meinen Wagen ein. Dabei vergesse ich doch. Wobei, verbraucht Max mittlerweile überhaupt eigentlich mehr als Fett? Habe ich schon lange nicht mehr drauf geachtet. Also schneller war es bisher immer. Aber Max hat mal weniger verbraucht als Fett.
Jeff sei leise. Okay, geht in Ordnung. Hintermann ist recht nah dran, ich lasse mal vorbei. Herr Hintermann? Kimi kann man vorbeilassen. Der wird schneller sein. Dann mal los. Beste Lastos im Qualifying bisher. War aber schon mal besser, glaube ich. Dick 2 denn? Kommt zwei Nasen. War schon ziemlich richtig. Die Runde muss schneller werden. Sagt mir mein Gefühl, aber das muss ja nichts heißen, aber... Ich werde in Q3 kommen, glaube ich. Weiß nicht, wie ich das finden soll. Aber nochmal abwarten. Letzte Räder nicht stehen gelassen. Oh Gott, 47er. War ja noch einiges drin. So, Reifen jetzt bitte abschnallen. Wir wollen nur noch fliegen. Überall 4%. Mann, das war schnell vor Ricardo, dann doch. Wenn ich dann wirklich mal Gas gebe. Die Runde war auch gar nicht verkehrt. Die war Ich bin nicht wirklich gänzlich überzeugt von dem Ding, aber ich kann auch gerade nicht sagen, wo ich deutlich Zeit habe liegen lassen. Vor allen Dingen nicht Anfahrt Bus-Stop-Schikane, das war so spät wie noch gar nicht. Mit komplett frischen Reifen war das möglich. Am Ende von Q1 wäre mir das nicht geglückt. Status-Teamkollege ist der schon? Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Natürlich noch nicht. Status-Konkurrent? Nico im Moment auf P9. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:48,6. Okay, aber mein Teamkollege ist wichtig. Der wird aber nicht so nachgelegt haben. Bin ich doch etwas beruhigt, wenn ich wirklich voll rangehe, auch meine ganze Technik, Mechanik hier ausnutze, kann ich nochmal eine Ecke schneller fahren. Also nach Q1 habe ich mir schon gedacht, aber da lag immer noch Zeit in der Runde. Hat gepasst, das war eine Q2-Runde. Wie Baku. Die Strecke ist komplett frei. Ich kann mir gerade richtig schön viel Zeit mit den Reifen lassen. Immer noch überall bei 4%. Besser als jede Safety-Car-Fahrt. Fahrer vor mir. Perez vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:47,6. 2 Zehntel. Weiß nicht, ich kann die Runde gerade schwer einschätzen. Fahrer hinter mir. Na, so wie wir, aber wir sind halt schon sehr weit unten angekommen. So, ich behinder ihn genau nicht. Oh, vorne rechts jetzt 6%. Scheiße. Nein. Was mache ich denn? 6% auch hinten links.
79 Grad vorne noch behalten. Okay, also wir sind Q3. Kann ich mich in Q3 nochmal verbessern? Zeitlich? Ich meine, ich könnte die Reifen vorausfahren. Würde ich die ganze Zeit auf Fett fahren? Auf Max fahren? Maximaler Teileverschleiß? Es gibt halt drei Fragen zu klären zwischen Benzingemisch, Fett und Max. A. Ist es jeweils schneller? Ist Max schneller? B. Verschleißt mehr Teile? Und C. Wie sieht der Spritverbrauch aus? Ach, ich habe nicht mehr viel Zeit. Scheiße. Mal doch gucken. Oh Gott, wo ist denn Science? Okay, noch gar nicht. Fertig. Dann gucke ich mal schnell Gorgeau. Wo ist denn der geblieben? Eine halbe Sekunde hinten dran. Ja, ich habe mich auch eine Sekunde gesteigert, locker. Sektor 2 langsamer. Letzter Sektor absolute Bestzeit. Wirklich? Ah, 3 Sekunden. Scheint so. Oh, das Anbremsen. Busstop-Schikane. Platz 7. Sainz raus. Beide Franzosen weiter. Ausgeschieden Hülkenberg. Felipe Massa, Carlos Sainz, Magnussen und Julian Palmer. Puh. Nein. Das war 1-4. Oh. Gut, dann Q3. Bin nach Q1 jetzt doch etwas erleichtert, dass da noch so viel Feuer drin war. Ich hoffe, das war kein Ausreißer nach oben, sondern das war eher Standard. Wie spät die Spiegelfarbe kam. Gut, der Wagen ist jetzt auch nochmal schwerer, ne? Jetzt habe ich mir die Zeit nicht gemerkt. 47.810, oder? Ich habe sie mir nicht nochmal angeschaut. Reifenauswahl. Hat gar kein Geräusch. Moment, ich drehe mal kurz auf. Hört man da wirklich nichts? Nee. Es gibt zwar inzwischen von den ganzen Schlagschraubern, aber nein, beim Ändern, beim Bestätigen kommt kein Geräusch. Gut, dann raus jetzt. Es ist ruhig auf der Strecke. Lass uns raus, solange es so bleibt. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Schalten und nicht die Nase anfangen. Okay. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen, die Bedingungen sehen gut aus. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen, das Wetter sieht im Moment gut aus. Dann sei bitte leise. Verstanden, geht in Ordnung. So, Reifenliebhabrunde. Ich werde den Hintermann wohl vorbeilassen müssen, weil der kommt gleich deutlich ran. Die Nacht Linkskurve vorbei. Hinter uns alles frei. Super. Da hinten kommt der nächste, aber der ist sehr weit weg. Überall noch 0%. Ah. Die
Erste Runde mit frischesten Reifen. Max. Komisches Anbremsen mal hinbekommen, das war ja wirklich ein Traum. Absolute Bestzeit letzter Sektor. War jetzt auch nicht so verkehrt, die Last Source. Schön reinkommt der Ausgang, da habe ich etwas schleifen gelassen. War noch voll in Ordnung. Ähnlich komischer Ausgang wie Q2. Na, der achte Gang hat schon arg gekratzt. Weiß nicht. Wir werden es ja gleich sehen in der Endabrechnung. Ihr könnt euch ja die Zwischenzeiten angucken, wenn ihr euch die gemerkt habt, dann wisst ihr ja schon mal etwas Bescheid. Aber ganz entscheidend jetzt Bus-Stop-Schikane. Deswegen habe ich eine 1,48er bekommen, ansonsten eine 1,49er. Das war zu viel. Scheiße. Die Runde kann ich schon vergessen mit 13 im Rückstand. Wobei, Ausgang letzte Kurve. Bottas vor uns, Ricardo hinter uns. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,47,4. Nee, die Runde gebe ich erstmal auf. Da schaue ich nochmal Reifen. Und vor allem eben Teile. Fahrer vor mir. Bottas liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 46,8. Sechzehntel dahinter. Ich glaube, die Frage von Q1 habe ich nur minimal Vorsprung auf meinen Teamkollegen. Der hat sich geklärt. Aber ich bin doch erleichtert, weil ich hätte schon gedacht, scheiße. Wobei Herausforderungen machen ja Spaß, aber nur so wenig Vorsprung auf Sainz. Meine Runde war an sich zufriedenstellend. Gut, ich bin nicht auf Max gefahren. Müssen wir mal ganz genau einen Vergleich machen. Was bringt Max ins Spa? Müsste ich halt viele, viele Versuche fahren, immer mit frischen Reifen. Einmal eben auf Fett, einmal auf Max. Einmal ist gut, viele Male auf Fett, viele Male auf Max und dann ein paar Runden heranziehen, um da zu schauen, ja, was ist denn? Was machen die beiden? Nur jetzt eiern die da so rum. Die dürften aber reinkommen. So, 5 Minuten noch. Der Ausgang ist schade. Bus-Stop-Schikane allgemein dann doch. Leider schade. Reifen wieder gequält. Langsamer, schade. War nicht so schlimm wie vorhin. Grün, okay. Rot, grün. Irgendwie identisch komisch gefahren wie vorhin. Orange. Wie in der ersten Runde. Mist. Die
Beine kann ich auch vergessen. Halbe Sekunde, auch wenn der letzte Sektor noch da ist. Jetzt sind die Reifen runter. Hm, okay. Passt an sich noch. Eine Runde bekomme ich, ja, tankmäßig auch noch hin. Na, immerhin habe ich die erste ganz gut hinbekommen, wenn da nicht am Ende was gewesen wäre. Gerade nach einem Teamkollegen oder einem Konkurrent fragen, aber da ist ja nichts mehr. Einmal noch. Jetzt kommt die aber raus, scheiße. Oh nein, jetzt habe ich so einen ordentlichen Ausgang erwischt. Wobei, Hamilton, komm, komm, fahr schnell. Arsch. Danke. Benzinmäßig könnte noch eine Runde drin sein. Ey, was ist denn das? Aber das bekommt die KI dann im Einzelfall eben nicht so gut hin. Ich halt mitten in den ganzen Autos. Damit werde ich vorbeilassen müssen. So bekommt er die Info, dass wir grundsätzlich auf einer schnellen Runde sind. So wie er da fährt, ich glaube ja. Jetzt kommen die anderen halt auch ran, in der Hoffnung, dass da auch noch eine Schnelle dabei ist. Und da ist ein Red Bull gewesen. Ich will meine Reifen aber nicht hart reinnehmen. Ich mach ganz langsam. Tja, Pech. Fahr vorbei. Jetzt bleibt ja wieder fast stehen. So, ein Viertel kann ich mir mal ranheften. Die werden nicht langsamer machen, sodass die freie Fahrt haben. Wir sind ja hier nicht bei der echten Formel 1. Die werden jetzt nicht so stark verzögern, dass jeder genug Abstand zum Vordermann hat. Halt, noch nicht so schnell fahren. Am Ende ist der Wagen gleich recht leicht. Hab aber auch unnötig Teile verschwendet. Immerhin mal schneller. Ja, früher dritter Gang wieder kopiert, das ist gut. Und beim ersten Sektor brauchst du halt nicht viele Reifen. Du musst halt Lassos gut hinbekommen und das war's. Jetzt wird's erst richtig interessant. Jetzt will ich, glaube ich, ganz schön. Da habe ich minimalen Vorsprung. Das war nicht gut. Ja, wobei ich gewinne Zeit, okay, dann war das vorhin langsamer. Nein. Gut, die Bus-Stop kommt noch, ne? Aber, Mann. Gleich ein 10. Rückstand. Die Reifen sind jetzt in Anführungszeichen uralt. Besser, aber
insgesamt schlechter. Na, Platz 7, das ist schon ziemlich gut. Na, Platz 11 wäre mir lieber gewesen. Aber immerhin war ich schnell. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen freuen. Oh, Hamilton wegen uns? Ihre Top 3 sind Vettel, Raikkonen und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Double Pole für Ferrari. Vettel vor Kimi, dann kommt Bottas. Dann kommt Hamilton, der wird hinter uns starten. Mal gucken, wer noch alles hinter uns startet. Ob irgendwann nochmal eine große Strafenwelle kommt. Vielleicht wieder in Austin. Ricciardo auf der 5, Perez, dann wir Verstappen hinten dran. Ocon haben wir gekascht. Auch Romain Grosjean, und zwar deutlich. Und dann sagt die Rennleitung noch für Hamilton gegen uns eine Gridstrafe aus. Er hätte sich da aber auch besser anstellen können. Naja, KI. Nochmal durchatmen. Mein Vorsprung auf meinen Teamkollegen war dann doch größer als gedacht und auch der Unterschied zwischen uns und Grosjean, den ich nach den Force India als schärfsten Gegner ansehe, das hat gepasst. Dann kann das Rennen kommen und Gedanken, ob ich auf anderen Strecken schnell genug mit dieser KI-Fahrerstufe sein werde, das ist erst einmal vertagt, also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.